Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Marktupdate hier aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart am letzten Handelstag vor Weihnachten. Ja, es geht hier hinter mir besinnlich zu, vorweihnachtlich ruhig, dünne Umsätze. Offenbar haben jedoch viele große Adressen schon ihre Handelsbücher geschlossen. Aber der DAX zumindest am Vormittag gut behauptet, die 9.900 Punkte in Reichweite, knapp darunter sind wir. Aber wenig Bewegung im Moment. Ein bisschen zäh geht's voran. Die Vorgaben waren ja gar nicht schlecht für den heutigen Handelstag. Wir schauen mal auf das, was die Wall Street hier geliefert hat. Der Dow fast auf einem neuen Rekordhoch hat der geschlossen. Plus 0,9%. S&P 500 plus 0,4%. Die Nasdaq plus 0,3%. Naja, das kommen wir nicht so ganz hier bislang um Münzen. Aber es stehen noch wichtige Konjunkturzahlen an am Nachmittag aus den Vereinigten Staaten. Und da setzen, da hoffen die Anleger auf starke Zahlen, auf eine Bestätigung, dass es weiter aufwärts geht mit der US-Wirtschaft. Wir bekommen die persönlichen Ausgaben und Einkommen und wir bekommen auch die Auftragseingänge der langlebigen Wirtschaftsgüter, beides aus dem Monat November, und die Zahlen werden besser erwartet als im Vormonat. Ansonsten die Ölpreise ebenfalls stabilisiert, gut behauptet, Brent und WTI, und der Rubel, der rollt wieder in Moskau. 5% besser zeitweise zum Dollar und auch zum Euro. Auch da also ein gewisses Luftholen, die Gemüter, sie beruhigen sich. Dann schauen wir mal auf wichtige Konjunkturzahlen, die wir ansonsten noch haben im Laufe des Nachmittages. Ich sagte es Ihnen schon, die US-Daten, die ganz, ganz wichtig sind. Aber eine Zahl kommt auch noch, steht auch noch auf der Agenda, nämlich die dritte Veröffentlichung für das Bruttoinlandsprodukt in den USA für das dritte Quartal, also Q3, die dritte. Plus 4,4% hier die Markterwartung, hochgerechnet also die Wirtschaftsleistung auf das Gesamt. Ja, die Wirtschaftslokomotive, die Wachstumslokomotive USA, die wären wieder zurück, wenn sich diese Zahlen hier bestätigen sollten. So, dann schauen wir aber jetzt mal auf die Geopolitik, denn das ist auch noch ein Thema. Wir kommen nicht ganz drumherum um das Thema Euro-Krise. Die könnte wieder ein bisschen aufflammen, denn heute Vormittag steht sie an. Der zweite Wahlgang zur Wahl eines Präsidenten in Griechenland durch das griechische Parlament. Und die Sache ist längst nicht in trockenen Tüchern, sollte auch dieser zweite Wahlgang scheitern. Dann gibt es am 29. Dezember einen dritten Wahlgang. Und wenn der dann auch scheitert, dann drohen Neuwahlen im neuen Jahr, im Januar 2015, und eine politisch instabile Situation in Griechenland. Auf der Unternehmensseite haben wir nicht viele Meldungen, liebe Zuschauer, in der zweiten Reihe. Eine Meldung von Gary Weber. Die kaufen den Mode-Einzelhändler Hallhuber und wollen sich damit verjüngen im Damensegment. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, aber dieser Kauf soll bereits einen positiven Ergebnisbeitrag leisten im laufenden Geschäftsjahr 2014-2015. Hallhuber macht etwa 140 Millionen Euro Umsatz. Das wird erwartet für dieses Jahr, und ein EBITDA von 14 Millionen. Und QSC in der zweiten Reihe. Gestern ging es ja kräftig rauf. Es gibt Überlegungen zum Verkauf des DSL-Netzes. Die Aktie heute weiter rauf, also hier besteht weiter Interesse seitens der Anlegergemeinde. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden, liebe Zuschauer. Den Euwax-Sentiment, den wollen wir nicht vergessen. Minus 31 zum Handelsstart, jetzt ein Plus von 8 Punkten. Also auch hier sind sich Bullen und Bären noch nicht so ganz einig. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Bis später, alles Gute aus Stuttgart. Tschüss.